Damit wäre ich auch bei meiner ersten Kernbotschaft. Das zeigt, dass sich unser Einsatz in Richtung Berlin, Düsseldorf, Europa, in dem Fall konkret in Richtung Berlin, auszahlt. Wir setzen uns seit 2012 ganz gezielt mit guten Projekten, mit guten Ideen dafür ein, entsprechende Bundesmittel, Landes- oder Europamittel hier nach Duisburg zu bekommen, die wir benötigen, um die guten Ideen auch umzusetzen. Die zweite Kernbotschaft, die ich rüberbringen möchte, ist, dass wir uns in Duisburg insbesondere mit Jugendarbeitslosigkeit nicht abfinden. Wir werden uns damit niemals abfinden, dass junge Leute quasi zu Beginn ihrer Karriere direkt vor dem Ausstehen, was für viele, in dem Fall über 2.500 Menschen, die es betrifft, in Duisburg leider derzeit Realität ist. Das sind 2.500 zu viele. Und wir werden alles dafür tun, um diesen Menschen eine Perspektive in der Gesellschaft zu bieten. Dafür gibt es kein Patentrezept. Wenn es das gäbe, dann würden wir es schon lange hier, wie auch anderswo in Deutschland, machen. Das gibt es nicht. Es gibt 2.500 individuelle Schicksale, 2.500 ganz individuelle Gründe, warum es zu einer Jugendarbeitslosigkeit, in der Regel auch Langzeitarbeitslosigkeit, gekommen ist. Ganz unterschiedliche Hemmnisse. Und wir haben den festen Willen, unter anderem mit diesem Projekt eine Antwort für einen Großteil dieser Jugendlichen zu bieten, zu finden und ihnen einen Weg zurück in den Arbeitsmarkt und damit auch zu gleichberechtigter Teilhabe in der Gesellschaft aufzuzeigen. Ich freue mich darüber sehr, weil es eines meiner Herzensanliegen ist, dafür zu sorgen, dass sich Langzeitarbeitslosigkeit, insbesondere im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit, nicht verfestigt. Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir hier mit Herrn Asmussen, dem Staatssekretär, gesessen haben, über das Problem berichtet haben, sehr anschaulich und sehr intensiv darüber geredet haben, wie wir uns Lösungswege vorstellen können. Und dass ein knappes Jahr später die GfB im Besitz eines Bewilligungsbescheides ist, in einer nennenswerten Größenordnung, das rechtfertigt jeden Einsatz. Und insofern fühle ich mich auch motiviert, genau da weiterzumachen. Wir brauchen einen Oberbürgermeister, der uns die Kontakte macht. Wir brauchen die Kontakte nach Berlin, um mit Asmussen auch wirklich vor Ort darüber zu reden, wo das Problem ist bei 2.500 Menschen unter 25, die in diesem Monat waren es 2.800, davon gehen auch welche in Ausbildung ab. Und wir sind ja gerade heute an dem Tag, wo die meisten jungen Menschen ihre Ausbildung beginnen, jetzt Anfang August. Und genau heute reden wir mal über die 2.500, die das eben nicht tun und die auch kein anderes Angebot haben. Die in der Statistik stehen, ich würde das immer dabei sagen, haben kein anderes Angebot. Die in Maßnahmen sind und Hilfe bekommen, sind da schon abgezogen. Es sind die über sind. Und genau über die haben wir mit Asmussen auf Anregung von Sören Link geredet und dann haben wir ein Jahr gebraucht, um an einen Bewilligungsbescheid zu kommen, um uns genau um die zu kümmern, wo man deutlich intensivere Bemühungen braucht. Die also meistens dann auch nicht nur ein Problem haben, sondern mehrere Probleme. Die, wo man wirklich auch mal hingehen muss, die man aufsuchen muss und die Leute abholen müssen, wo wir auch deren Milieus ein Stück weit aufbrechen müssen, weil die teilweise in Karrieren jetzt in Anführungsstrichen stecken, dass sie über mehrere Generationen in ihren Familien sehen, dass man nicht arbeiten geht, dass man keinen regelmäßigen Erwerbsleben hinterhergeht. Und diese Milieus, die müssen wir knacken, müssen vermitteln, dass es Spaß machen kann zu arbeiten, dass man Perspektiven hat, wenn man arbeiten geht, dass das Leben auch einen neuen Sinn und auch die gesellschaftliche Teilhabe eine andere wird, wenn man halt letztendlich in Arbeit ist. Und genau das wollen wir hier tun. Wir kriegen über 4 Jahre verteilt 1,5 Millionen Euro. Das ist verdammt viel, wenn man weiß, dass dieser Bundestopf nur 20 Millionen Euro hat. Wir werden 4 Jahre versuchen, genau diese jungen Menschen zu erreichen. 400 haben wir uns zum Ziel gesetzt, die wir erreichen. Die werden wir nicht alle in eine Ausbildung münden lassen können. Wir werden versuchen, 400 Leute reinzukriegen in dieses Projekt, die wir auch wirklich teilweise von der Straße abholen. Wir werden dort in den ersten Monaten etwas machen, was diese jungen Menschen hoffentlich interessiert und sie dabei gleichzeitig versuchen, auf Gewerke vorzubereiten. Wir werden Teile von ihnen überführen können in vorbereitende Maßnahmen, wie zum Beispiel einen Hauptschulabschluss oder ähnliche Dinge, oder auch in eine Vorbereitung zu einer Ausbildung. Und wir werden viele von ihnen sicherlich nicht in Ausbildung bekommen, das wird nicht reichen, aber wir haben die Möglichkeit, alle auch nicht nur in Ausbildung, sondern auch in Arbeit zu bringen oder in Teilqualifizierung, um Arbeit aufnehmen zu können. Da hilft manchmal schon ein Gabelstaplerschein, um dann doch in irgendeinem Lager mitarbeiten zu können. Aber auch dafür muss ich, um da mitarbeiten zu können, jeden Morgen regelmäßig aufstehen, 5-mal die Woche, 40 Stunden in der Woche dahin gehen. Das müssen viele von denen eben lernen und das wollen wir ihnen in diesen 4 Jahren eben beibringen. Aktivieren.
wollen wir die Jugendlichen, indem wir sie aus ihren arbeitsmarktfernen Alltagsroutinen herausholen und sie erkennen lassen, dass es sinnstiftende Aufgaben gibt im gewerblichen Bereich, dass sie mit ihren Händen arbeiten können, sei es im Holz- oder Metallbereich, dass sie Dinge produzieren können, aber wo sie sehen, das kann ich mit meiner Hände arbeiten, ich habe damit Erfolg und das macht mir Spaß. Darum geht es in den ersten 3 Monaten, um dann zu sehen, gefällt ihnen das, passt ihnen das und was können sie dann weiter damit machen. Natürlich müssen wir auch gucken, was bringen sie mit. Wenn sie keinen Schulabschluss haben, können wir ihnen die Möglichkeit geben, eben einen Hauptschulabschluss zu erreichen. Das heißt, kommen sie zu den Terminen, die sie haben und arbeiten sie in den Projekten mit, können sie auch in die nächste Stufe übergehen und sozusagen erfolgreich hoffentlich einen Schulabschluss zum Beispiel machen oder aber wir suchen gemeinsam mit ihnen Arbeit oder wir suchen Ausbildungsplätze. Wir gucken uns auch an, welche Unternehmen, wir haben im Vorfeld mit vielen Unternehmen gesprochen, die eben auch uns signalisiert haben, ja, wir sind bereit, wenn wir ihnen eben auch hilfreich zur Seite stehen und sie auch begleiten. Teilnehmer, die den Schulabschluss machen oder kontinuierlich in der nächsten Stufe sind, können wir überführen auch in einen Ausbildungsplatz, beziehungsweise dort suchen wir entweder am Markt einen Ausbildungsplatz oder wir schauen im eigenen Haus, was für sie an sozusagen Teilqualifikationen, Qualifizierungsbausteinen möglich ist, um sie eben auch in den einzelnen Gewerken, nämlich da, wo sie sich für entschieden haben, wenn sie eben im Metallbereich einen Qualifizierungsbaustein ablegen möchten, um sie da auch auf den Arbeitsmarkt und auf die Möglichkeiten und die Eingliederung vorbereiten zu können. Das geht über die gesamte Laufzeit. Die Teilnehmer werden natürlich, wir werden nicht alle halten können, das ist einfach, wird auch so sein, aber wir möchten da nicht nur unterstützen, sondern eben auch fachlich zeigen, wenn sie etwas tun, dann haben sie auch Erfolg. Wir wollen uns ja anpassen, aber wir werden nicht akzeptiert. Und das wollen wir aufbrechen. Wir wissen, dass das schwierig wird und wir wissen, dass wir da viel Aufbauarbeit leisten müssen. Aber die Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf diese Herausforderung und wir wollen diese Herausforderung auch annehmen. Ausgangspunkt war die Kürzung der 1-Euro-Jobber, der Integrationshilfen in dem Bereich, die letztlich Hamburg ganz besonders betroffen hat. Und daraufhin habe ich den Staatssekretär eingeladen, hier nach Duisburg zu kommen, um mit handelnden Akteuren nicht nur darüber zu reden, was jetzt alles ganz schlecht ist, dadurch, dass da was gekürzt wird, sondern eben auch mal zu schauen, so denke ich mal, sind wir in Duisburg ganz pragmatisch, was kann man denn unter den Gegebenheiten besser für den Duisburger Arbeitsmarkt, für Duisburger Menschen mit welchen Beeinträchtigungen auch immer tun. Aus diesem Gespräch ist dann unter anderem genau das hervorgegangen. Und ich glaube, das ist auch besonders bemerkt worden in Berlin, dass wir hier nicht nur einfach fordern, irgendwelche Summen oder beklagen, dass da irgendwas gekürzt wird, sondern sagen, okay, dann ist das eben so, aber wir haben hier ein anderes Projekt mit einer ganz anderen Zielrichtung und wir können uns vorstellen, über diesen Weg Jugendliche zu erreichen und deren eigentlich fest betonierten Lebensweg, der ist ja nicht nur in Duisburg, sondern in allen großen Regionen mit ähnlichen Strukturproblemen wie Duisburg nahezu immer festgelegt. Die beginnen mit einem entweder abgebrochenen mit einer abgebrochenen Schullaufbahn oder jedenfalls mit einem Schulabschluss, mit einer abgebrochenen Ausbildung oder eben sonstigen Problemen im schulischen Ausbildungsbereich. Und dazu kommen dann noch weitere persönliche Probleme hinzu, sodass eine große Gruppe sehenden Auges durch die Arbeitslosigkeit in den nächsten Jahren wandert. Und das wollen wir nicht akzeptieren. Daraus ist dieses Projekt entstanden und ich glaube, das ist auch eine Form von Anerkennung in Berlin, dass wir eben, wie gesagt, sehr konkret gesagt haben, wie wir es denn machen würden, wenn das entsprechende Geld dazu da wäre. Notfalls gehört zu so einem Projekt ja auch dabei. Und wenn er dann auf einmal nicht mehr regelmäßig kommt, weil es nicht klappt, dann holen wir noch ab. Dann fahren wir auch mal zu Hause gucken, hör mal. Hatte doch Spaß gemacht die erste Zeit. Ja, dann muss man einfach mal hinfahren. Aber wo bleibst du denn? Wir haben doch gemeinsam ein Ziel vor Augen. Oder das gehört dann auch zu so einem Projekt dabei. Ich glaube, die Besonderheit an dem Projekt ist auch die Vielfalt der Wege. Wir bieten ja wirklich Arbeit, Sprache, Schulabschluss, Möglichkeiten des Berufsabschlusses und das Ganze über einen sehr langen Zeitraum. Also die Möglichkeit, wer dranbleibt, kommt auch zum Ziel. Und das auf sehr vielfältige Art und Weise. Und das ist schon eine Besonderheit zu anderen Projekten, die angeboten werden.
ein Ziel. Da gilt es dann natürlich sensibel, dass das Personal und unsere Mitarbeiter eben auch sensibel dann damit umgehen, mit diesen Jugendlichen, diese aufkeimende Motivation auch nicht kaputt zu machen. Und eben auch mit den Betrieben gemeinsam zu arbeiten, dass sie sich auch da ausprobieren können und auch da ein positives Feedback bekommen. Und festgestellt wird, toll, der hat da was gemacht und da ist was passiert. So, und dann kann man den nächsten Schritt gehen und deshalb eben auch verschiedene Stufen. Und es ist eben schon klar, dass die große Anzahl, die wir anwerben werden und die Interesse signalisieren, dass sie sicher nicht bis zum Ende bleiben. Aber es wird ein Teil bleiben und es wird eben auch ein Teil erfolgreich da Arbeit finden oder eben auch in eine Ausbildung gehen oder Teilqualifikationen machen. Sondern wir müssen ein Angebot schaffen, was denen, die es wirklich wollen, auch eine Perspektive für sich bietet. Ganz unterschiedliche Defizite ausgleichen, aber denen, die es wirklich wollen, die auch bereit sind, einen gewissen eigenen Einsatz zu bringen und nicht nur darüber zu jammern, dass andere nichts tun, denen müssen wir eine Perspektive bieten. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, 400 Leute anzusprechen, die sagen, okay, ich mache den ersten Schritt, und wenn am Ende des Projektes 100 überbleiben, die tatsächlich im Job landen, Ausbildung, Job, wie auch immer, dann ist das ein Riesenerfolg. Und darauf kann man aufbauen, weil das wird natürlich auch Kreise ziehen. Die Jugendlichen haben ja auch soziale Kontakte und können andere wieder beeinflussen, zu sagen, wenn du dich reinhängst, da ist jemand, der kümmert sich.